Hallo, liebe Freunde. Alpi, 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 wieder mal Alpi. Shinano, meine Lieblings-Hater-Map. Das ist so eine Kack-Map, wirklich. Aber nichtsdestotrotz spielt der paranormale Koala, der mir dieses Replay gesendet hat, hier gegen einen Gegner, der heißt Rocky Aloha. Pardon. Rocky Balboa. Und den noch husten hier. Ja, ich bin nicht mehr krank. Ich war mal krank. Jetzt nicht mehr. Ja, machen wir mal Pause. Also, wir sehen uns das in aller Ruhe an. Vielleicht Shinano noch mal ganz kurz. Weshalb ist das eine Hater-Map? Ich finde es einfach so eine Map, wo man überhaupt keinen Spielraum hat. Also, dieser Fluss und diese Insel und all das Zeugs, das ganze Karsumpel hier, das ist einfach, ja. Also, auf der Map kann man eigentlich nur schon mit einer falschen Entscheidung, wo man die Armee aufstellt, kann man eigentlich sich schon eine Niederlage einhandeln. Deshalb mag ich die Map nicht so wahnsinnig. Hinzu kommt, dass ich auf der Map ziemlich häufig auf den Deckel kriege, vor allem im 2 gegen 2. Nicht wahr, Helkanis? Er weiß, wovon ich rede. Gut, was haben wir hier in der Mitte? Wir haben auf dieser schönen Insel, die umspült ist von tosenden Wogen eines japanischen Bergflusses. Sehr schön, jawohl. Die Werkstatt, jawohl. Wir haben hier drüben das Bogendojo und wir haben hier drüben das Bauernhaus. Und wir sehen uns mal die Armee an von dem guten, alten, paranormalen Koala. Der hat mir geschrieben, er hat sich gemerkt, der wievielte Abonnent von mir er sei. Er sei der 33. Abonnent von mir gewesen. Und Junge, dafür, dass du dir das gemerkt hast, kriegst du diesen Cast hier frei Haus. Ist ja echt Wahnsinn. Also, paranormal Koala, einer meiner treuesten Abonnenten. Was hat er hier? Er hat Lundenschloss Kriegermönche, nicht gelevelt. Da hat er noch mehr, portugiesische Tercios. Tercios, das ist eine DLC-Einheit. Sehr stark, gute Reichweite, viel Präzision, hoher Nachladewert. Ist auch ein bisschen teuer, aber ist eine starke Einheit. Vor allem auf einer Map wie Shinano, wo man blocken kann, wo es viele Choke Points hat. Gute Wahl, würde ich sagen. Dann hat er genau der Kriegermönche Level 5, ja, so Standard geskillt, klar. Nodachi Samurai Level 4. Noch mehr Nodachis, das ist eine Level 6 Einheit, sieht man nicht mehr so häufig heute so hochgeskillte Einheiten. Vor allem mit Angriffsbonus, 36 Angriffsbonus, interessant. Machen die meisten Spieler nicht mehr, die skillen eigentlich nur noch auf Nahkampfangriff. Dann Katana Samurai Level 1 und eine Katana Samurai mit Level, das ist Level 8 glaube ich. Ja, auch hier mit Angriffsbonus, also der paranormale Koala. Der vertraut auf seine Fähigkeit, mit diesen Einheiten einen sauberen Charge hinzukriegen. Sein General... Nee, Quatsch, sein General ist eine leichte Kavallerieeinheit. Das wäre ganz übel, wenn das der General wäre. Mit 8 Moral, ja, super. Das ist eine leichte Kavallerie als Backup. Und hier drüben, was kommt hier drüben? Hier kommt jetzt die berittene Abteilung. Das ist jetzt wirklich der General von dem Koala. Level... Ja, hohes Level, 9 oder sowas. 10, vielleicht nicht ganz aufgeskillt. Das ist Gichin Funakoshi. Und was ist das für ein General? Jawohl, das ist eine Mischung aus Bogen und Führerschaft, würde ich sagen. Jo, denke ich, stimmt so. Dann hat er eine große Garde, Level 9. Boah, 24 Nahkampfangriff, 45 Angriffsbonus. Jabam, nochmal große Garde, nochmal Level 9. Nein, Level 8, Entschuldigung. 27 Nahkampfangriff. Das ist eine kranke Einheit. Dann hat er noch Yari-Kavallerie. Das ist Level 4. Und Feuerkavallerie. Also wirklich Level 0. Das ist mal eine Kavallerie. Eine Kavallerieabteilung, die er hier hat. Ganz, ganz massiv. Da bin ich gespannt, wie er das einsetzen wird. Sein Gegner, der Rocky Aloha. Rocky Aloha. Das hat er. Level 2 Feuerkavallerie. Level 4 Bogenkavallerie. Catch me if you can heißt die. Dann Needs for Speed, Yari Kavallerie, Level 4. Und nochmal Yari Kavallerie, eine Level 7 Yari Kavallerie. Also Kavallerie, Abteilung, die eigentlich nur dazu da ist, um die Bogenkavallerie zu verteidigen und sicherlich auch um gegen feindliche Kavallerie was ausrichten zu können. Denn eigentlich nur dafür ist die Yari Kavallerie wirklich zu gebrauchen. Dann hat er Bogenkriegermönche. 175er Range, das ist nur eine Level 3 Einheit, levelt er vielleicht hoch. Noch mehr Bogenkriegermönche, Level 2, auch nicht hochgelevelt, allzu massiv, hat auch nur 175er Reichweite.
Dann Longyear Yashigaru, Level 7. Das ist eine starke Einheit. Nodachis, Level 5. Noch mehr Nodachis, Level 5. Katanas, Level 5. Katanas, Level 5. Hau drauf. Ja, hau drauf. Das ist eine gute Einheit. Und sein General. Nahkampfgeneral, würde ich sagen. Bisschen mit Führerschaft auch angereichert. Ja, und noch mehr Naginata-Begleiter. Also, die beiden Spieler machen das ganz ähnlich. Sie schicken jeweils Flügel mit Kavallerie auf die eine Seite und sie schicken die ganze Infanterieabteilung auf die andere Seite. Bauernhaus vielleicht nicht ganz so wichtig jetzt hier. Wir lassen einfach mal laufen und schauen, was passiert. Ist wirklich interessant, dass die beiden eigentlich mit ihren Infanterien auf das schwächste Dojo gehen hier. Finde ich ganz interessant, weil die Werkstatt und das Bogendojo sind doch meines Erachtens deutlich wichtiger. Und wenn ich der paranormale Koala wäre, würde ich jetzt eigentlich mit meiner doch überlegenen Kavallerie hier den einfach über den Haufen rennen. Und ich glaube, das macht er jetzt auch hier. Nein, er macht's nicht. Doch, er macht's. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Hätte ich an seiner Stelle auch gemacht. Obwohl man immer aufpassen muss bei dieser Map hier, dass da nicht noch irgendwas im Wald steckt. Und deshalb schauen wir mal mit der Kamera in diese Richtung. Ja, und jetzt kommt hier der Clash. Natürlich die große Garde. Der General kann schön mit dem Bogen reinschießen. Und jetzt ist hier hinten was aufgetaucht. Jawohl, da kommt noch leichte Kavallerie. Aber die wird nicht viel nützen, weil... ja, also die Kavallerie von dem paranormalen Koala-Bären, die ist doch deutlich stärker hier. Sieht man auch, wirklich. Also da wavert es schon, Feuerkavallerie von dem Rocky Aloha. Ja, ja, das ist eine ganz eindeutige Kiste hier. Und das war vielleicht auch ein bisschen der Fehler hier vom Rocky Aloha. Er hätte sich hier nicht auf dieses Duell einlassen sollen. Er zieht viel zu spät seinen Naginata-Begleiter nach. Und jetzt kommt er auch noch mit einem Charge mit der Bogenkavallerie hier in eine große Garde, Level 9. Keine gute Idee, keine gute Idee. Ja, und der Koala kann aufräumen auf seinem Flügel. Ja, ich denke, der Kavalleriekampf, der ist gegessen, da müssen wir nicht mehr weiter zuschauen. Hier drüben wird es jetzt ebenfalls spannend. Die beiden beharken sich jetzt ein bisschen hier, respektive vor allem er hier kann natürlich jetzt doch mit seinen Bogenkriegermönchen Schaden anrichten und er macht das auch gut. Er schießt wirklich auf die Tertios und er schießt auf die Lundenschlosskriegermönche. Und die Lundenschlosskriegermönche, die hat er praktisch schon weggeknallt. Nur noch 19 Mann. Da sieht man auch, dass die Bögen wirklich überlegen sind gegenüber eigentlich den Lundenschloss-Einheiten. Und die Tertios, die haben eben eine ziemlich gute Rüstung. Die halten relativ lange durch und können auch die Salven ziemlich gut abfangen. Aber der Paranormal-Koala, der kann hier eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel falsch machen, weil er muss seinen Gegner im Prinzip jetzt nur noch pinnen mit seiner eigenen Infanterie. Und dann muss er eigentlich nur noch seine eigene sehr, 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 sehr starke Kavallerie hinten rumführen und kann dann mit Rückseitenattacken seinen Gegner hier zusammenmüllen. Und ich denke, genau das macht er ja auch. Charged hier schön rein mit den Odachis, hat auch Banzai aktiviert. Sein Gegner kommt auch mit Banzai jetzt hier und jetzt hat natürlich er hier ein Problem, weil seine Bögen, die sind schon mal eigentlich zu nichts mehr nutze. Und jetzt kommt hier hinten die ganze Kavallerie-Walze von dem Paranormal-Koala und mit der wird er hier ordentlich was einschenken, weil sein Gegner, der hat nicht sehr viele Speere, der hat eigentlich nur Schwerter. Schwerter, Schwerter, Schwerter und jetzt kommt hier die große Garde rein in die Bögen. Zweimal noch Feuerkavallerie ebenfalls reingecharged. Verliert jetzt zwar hier vorne auf der Front. Jetzt mal gespannt. Ja, aber sein Gegner, der Aloha, das, ja, der verliert jetzt hier seinen General. Das ist natürlich tödlich. Und er hat nur noch Schwerter. Wirklich nur noch Schwerter. Obwohl er hier jetzt eine Massenpanik kriegt. Aber die Massenpanik, die hat nicht nur er, sondern die hat auch der Aloha. Ja, und der Panda zieht jetzt wirklich mit seiner starken Kavallerie hier über seinen Gegner her. Ihr seht es hier drüben. Katana Samurai, Level 5 Einheit ist weg. Charged jetzt hier nochmal rein. Hätte vielleicht sogar jetzt an dieser Stelle, wenn man noch ein bisschen mäkeln möchte, vielleicht fast ein bisschen zu aggressiv jetzt mit der Kavallerie. Hätte vielleicht auch mal der Kavallerie wieder hinten rausziehen sollen und nochmal rein chargen. Aber das reicht auch so, weil sein Gegner hat keinen General mehr. Wo bin ich denn jetzt hier mit der Kamera? Meine Güte, Alpi. Ich werde alt, ich merk's. Ja, kann sich durchsetzen. Der Koala-Bär.
Ganz interessantes Match, wie gesagt, war früh entschieden, meiner Meinung nach. Die Kavallerie-Auseinandersetzung auf dem linken Flügel, das war eigentlich schon, ich würde nicht sagen die halbe Miete, aber das war, doch, es war eigentlich die halbe Miete. Sogar mehr als die halbe Miete, drei Viertel Miete, würde ich sagen. Das Spiel war danach entschieden, weil diese monstergroßen Garden, da hätte der Rocky Alor noch lange mit seinen Schwertern dagegen einprügeln können, der hätte überhaupt keine Chance gehabt. Ja. Deutliches Verdikt, seht ihr auch hier. Fast doppelt so viele Kills für den Koala-Bären. Und Kill, ja, große Guard. 169 Kills, klar, logisch. Avatar auch viele Kills gemacht mit seinem Bogen. Ja, die beiden großen Garden, der Goldene Tod und der Schwarze Reiter, die haben hier wirklich das Spiel entschieden eigentlich. Feuerkavallerie auch gut. Seine Lunden konnte er nicht gut einsetzen. Die hat ihm sein Gegner sehr, sehr gut weggesniped mit den Bögen. Hat auch mit einer Bogenkriegermunitionseinheit jedoch 125 Kills gemacht. Aber sonst seht ihr es natürlich. Er hatte überhaupt kein Mittel am Ende gegen diese starken, großen Garden, die da reingecharged sind. Ja, witziges Spiel. Danke fürs Einsenden und danke fürs Zuschauen. So, adieu, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal.